Hallo und herzlich willkommen zum vierten Weserstrand, der Talkshow des Weserkurier. Heute ja, mit einem sehr exquisiten Gast, mit Lady Bitch Ray. Und damit nichts schief geht, haben wir einen Weiberrat mit sechs Damen eingeladen. Unter anderem Frau Haufe als Frauenbeauftragte. Sagen Sie, was erwarten Sie von diesem Abend? Dass ich Spaß habe. Spaß. Mhm. Und es wird um Frauenbilder gehen. Über die wird immer gerne gestritten. Oh ja, kann man auch drüber streiten, weil es gibt nicht die Frau, so wie es nicht den Mann gibt, sondern es gibt ganz, ganz viele Frauen. Und dieses breit gefächerte sehen wir hier im Auditorium heute Abend. Und das werden wir auch unter uns hier sehen und auch mit derjenigen, mit der Sie gleich sprechen werden. Aber es gibt schon ein Ringen, oder? Also es gibt gerade in der Frauenbewegung unglaublich viele fast militante Formen von Frauenbildern, oder? Nein. Nein, so finde ich, ist es falsch, sondern das ist immer das, was die Presse davon macht. Also in Wahrheit gibt es unglaublich viel Solidarität. Und die Frage, also Sie wollen ja immer gerne, Sie, die Presse, Sie wollen ja immer gerne, dass sich die Frauen auch selber gegenseitig die Haare raufen. Das ist nicht die Realität. Die Realität ist eher, dass wir alle Ungerechtigkeiten wahrnehmen und sehen. Und dass wir gemeinsam versuchen, das irgendwie zu ändern. Und zwar mit den Männern, wenn es geht, wenn die denn in der Lage sind und bereit sind. Also ich bin heute, wir sehen, es ist ein wunderbares Thema, ich bin heute bereit. Und wenn irgendwas schiefläuft und wir unfair sind, aufschreien, melden. Sie sind sozusagen unsere freiwillige Zensur, okay? Okay. Wir begrüßen jetzt eine Frau, die gerne über Frauenbilder streitet und ja, man kann sagen, ein eigenes Frauenbild entwickelt hat. Begrüßen Sie mit mir Lady Bitch Ray alias Rayhan Shahin. Vorhang auf, Spotlicht, Licht auf mich, Lady Bitch Ray. Klappe zu, Affe tot, Killer Rap Game Over, okay. Wow. Vorhang auf, Spotlicht, Licht auf mich, Lady Bitch Ray. Klappe zu, Affe tot, herzlich Killer Rap Game Over. Ich hab das schon einmal gesehen, ja, dann können wir einmal hier im Kreise tanzen, ja. Guten Abend. Komm zu mir. Sag einmal, wer war Bianca? Welche Bianca? Ja, Bianca. Biene? Als ja, vielleicht. Bernhard und Bianca habt ihr früher immer gespielt. Okay, ich kenne nur eine Biene. Ja. Hast du ein bisschen endlich mal journalistische Recherche betrieben? Ich habe endlich mal recherchiert und weiß, dass du in deiner Kindheit hauptsächlich verdammt warst, Baum zu sein. Ja, Baum. Pferd, also meistens nichts Lebendiges. Was bist du denn heute eigentlich? Das ist meine Stewardess für den Abend wahrscheinlich. Das hättest du wohl gerne. Du hast auch eben ein ziemlich sexistisches Wort benutzt. Ach, jetzt fängt ne? Weiber das und so. Und keiner Weiberrat von den Damen so beschwert sich. Stimmt, sie hat den Kopf geschüttelt. Darf man Weiber sagen oder nicht? Er muss dann gleich danach zurechtgewiesen werden, weil sonst, okay, sonst treibt er es zu wild. Zurechtgewiesen, ne? Werde ich gerne. Aber zurück zum Baum. Zurück zu Bianca. Zu Bianca. Die hat nämlich hier... Die war mit dir in der Schule. Ja. Und hat geschrieben im Abi-Heft, ich habe dich mit Nahrung versorgt, nicht immer ganz freiwillig. Was war das in der Schule? Bei wem hast du da genascht und was? Ich weiß, ihr seid immer zu Komet gegangen und habt Haarmilch gekauft. Geklaut. Geklaut sogar, ja, natürlich. Nein, also es war so, dass sie immer nicht nur die besten Spielsachen hatte. Ja. Zu unserer Zeit waren so diese einen Pferdchen, die Ponys, die im die nachts leuchtet haben. Mhm. Ich und meine andere beste Freundin, die kam damals bei Woolworth so 2,99 oder so, hatten nur eins davon. Ja. Und sie hatte bestimmt die ganze Familie, die ganze Horde, die hatte bestimmt 20 davon. Und sie hat auch immer, wenn wir unsere kleinen Weißbrot mit bisschen Käse drauf oder mal Nutella drauf, Butterbrote mitgebracht haben, hatte sie immer so richtig volles Programm. Dann hat sie gesagt, du darfst mit uns spielen, aber dann musst du Baum sein. Wie war denn das als Baum sein? Also, das kann man sich von dir gar nicht vorstellen. Nein, die haben halt immer irgendwelche Geschichten gespielt, also meistens Familie, Papa, Mama, Kind und Junge und Tochter und ich und meine Freundin, wir waren so ein bisschen, wir wollten mitspielen und dann hat sie gesagt, okay, dann bist du der Baum. Also und du bist das Haus. Rolle, ja? Ja, voll geil, ne? Und du hast dich heute zu einer Blume entwickelt, kann man genau, sagen. Genau, ich habe mich sozusagen, ich habe eine Metamorphose durchgemacht und habe mich da schon damals wegen des anderen rausbefreit. Hatte das mit dem Baum was zu tun mit deiner Herkunft oder nur, weil du zu wenig Pferde hattest? Nein, es hatte einfach was damit zu tun, dass sie keinen Bock hatte, dass wir mitspielen. Bei dir? Keinen Bock. Aber du hast doch mit Sicherheit protestiert. Du bist doch so eine, die dann sagt, ey, ja, ich bin jetzt nicht Baum, das ich hat bin die jetzt nicht interessiert. Hier Mama. Die haben da ihre bürgerlichen Spiele weitergespielt. Das hat die nicht interessiert. Aber dafür hat sie dir eigentlich erzählt, auch, dass wir zusammen halt immer
geklaut haben. Und einmal, das war so... Liebe Bianca, liebe Mutter von Bianca, jetzt weißt du, warum deine Tochter so viele Pferde hatte. Nein, nein, das haben wir nicht geklaut. Aber wir sind halt immer in der Pause rübergegangen und haben meistens auch Esssachen geklaut. Und was wir am liebsten geklaut haben... Ihr hattet auch so wenig, ne? Ja. Ja, wir hatten wirklich wenig. Ja, Gröpeling, was denkst du? 80er, 90er, also wir hatten nicht viel. Dass ich mehr hatte, kam ja später, so zur Teenie-Zeit, wo ich das mit dem Clown auch ein bisschen professionalisiert hatte. und aber Baggy das Jeans. Das bisschen Clown macht noch kein Gangster-Rapper, oder? Ja, das noch nicht, aber ich war schon gut dabei. Jedenfalls haben wir einer anderen Freundin von uns, die ist mittlerweile auch Ärztin, haben wir der Serap ihre Stifte, ihre Bleistifte, weil die hatte immer geile Schulsachen. Haben wir das geklaut und haben das unter uns aufgeteilt. Hat das sie war das typisch erzählt? Gröbling? G-Town? Das war nicht typisch Gröbling. Also ich bin in den Kattenturm zur Schule gegangen, da war es auch so. Romuald Firler hat mir immer meine Kattenturm war auch nicht ohne. Ja, nee, ey. Ihr hattet doch dieses eine Frage. Bist du nicht? Nee, Kattenturm? Du bist Kattenturmer? Ja, klar. Dagegen ist Gröbling, weißt du? Nix. Ja. Nein. Also ihr hattet ein Freizieh. Ja, immer. Und ihr habt euch früher nicht getraut, durch Gröbling zu laufen. Meine Mutter ist da. Ich kann schwören, ich habe nie geklaut. Mama, ich habe nie geklaut. Ja? Welche ist deine Mama? Da vorne, ja. Hallo. Aber Bianca, ne? Und jetzt, das ist Biene. Ja, schon, ja, Biene. Ja, die hat auch vor kurzem Geburtstag, ich habe die angerufen. Dann grüßen wir auch nochmal. Herzlichen Glückwunsch, Bianca. Ach, ja, die hat dir mit auf den Weg gegeben in eurem Abi-Heft, Mensch, Reh. Biene und Reh, auch schön, ja. Okay. Wann verstehst du endlich, dass nicht alles automatisch geht? Wolltest du immer, dass alles sofort klappt, oder nein, was? Nein, das hat auch nur, da gibt es eine Geschichte zu. Und zwar, als wir Abitur waren, 11. Klasse, hat man ja den ersten Stundenplan bekommen. Ja. Und bis dato war das ja so, man hat einen Stundenplan bekommen, es war so. Und im Abi, ne, 11. Klasse, hat man ja auch einen Stundenplan bekommen, je nachdem, welche Fächer man gewählt hat. Und ich wollte, weil ich hatte so gehört, man kann sich die Fächer zusammenwürfeln selbst. Ja. Und man kann selbst bestimmen, welche Fächer man belegt. War ja und auch Bremen, ich, ja, da kann man viel selbst bestimmen. Genau, ja. Eben, ja. Ne, SPD-Stadt. Und dann aber... Ich wollte Mathe abwählen. Wer nicht? Ganz abwählen. Wer nicht? Genau. Ja. Und dann hatten wir halt, saßen wir da mit Biene und noch ein paar und dann meint sie so, sag mal, wieso gehst du nicht in den Kurs? Du hast jetzt Mathe. Ich so, ach, das werde ich abwählen. Habe ich abgewählt. Sie so, was abgewählt? Du musst Mathe machen, Mann. Und dann habe ich gesagt so, Mann, das geht doch alles automatisch. Ich dachte, wenn ich da nicht hingehe, brauche ich keine Mathe machen. Das ist die Geschichte dazu. Und die Konsequenz? 6. Ja, einmal gefehlt. Wer von denen war denn der Mathelehrer? Herr Müller, Herr Reinhardt oder Herr Juchheim? Herr Juchheim war der coolste. Das war der Deutschlehrer. Ja? Hallo, Herr Juchheim. Ja? Herr Juchheim war der coolste Lehrer, den ich bis jetzt hatte. Der vernünftigste Mensch, den ich kenne, hast du in deinem Abi-Heft geschrieben. Du hast die Vernunft, fandst du schon auch immer geil. Ja, oder? Ich war damals das Rebellentum war schön. Immanuel Kant, ne? Ja? Du wolltest schon zu den Spießern immer doch gehören. Ja. Selbst wenn du Baum spielen musstest. Herr Müller war unser Kunstlehrer. Ja? Der immer Müllermilch trinkt, stand da irgendwo. Ja? Voll bescheuert. ich habe gesagt, Herr Müller, Sie sind ein Knüller. Und Frau Reinhardt war die Englischlehrerin, die war richtig abgespaced. Die hat ein geiles Kleid an, hast du geschrieben. Ja. Die war richtig, aber wenn ich so heute zurückdenke, wenn ich diese Lehrer und Lehrerin nicht hätte, wäre ich nicht das geworden, was ich bin. Wenn ich mir die heutigen Lehrer und Lehrerinnen angucke, denke ich immer, ey, wow, hatte ich coole Lehrer. Du hast hier sogar geschrieben, in deinem eigenen... Nee, das ist nicht von dir. Du hast geschrieben, du willst irgendwann Professorin werden. Habe ich steht das gesagt? Hier drinne, ja. Du hast geschrieben, stellt euch vor, jeder ist ganz locker und die Lehrer wissen, was in der hip-hoppigen Welt so abgeht. Stellt euch das mal vor, es würde mehrere Menschen wie mich geben und am Rad drehen. Stellt euch das mal vor. Ist dein Lebenstraum längst erfüllt? Noch nicht. Aber weil es nicht so viele Lehrer gibt, die am Rad drehen? Nee, aber vielleicht habe ich dann schon irgendwie gemerkt, die Lehrer wissen was in der Hilfe. Ja, es war dann schon eine Trennung. Ne? Es war dann schon, ich habe es getrennt sozusagen, die Schule und mein Privatleben oder dieses Freigeistdenken-Leben. Das Anderssein, man sieht das hier ja auch, ne? Ein Bild von dir damals aus der Schule, wenn wir es mal einmal zeigen dürfen. Ja? Du schreist, du siehst anders aus als andere Kinder. War das Anderssein... wichtig? War es schon eine Kompensation? Was war das? Ja, ich war schon, man muss dazu sagen, ich war schon ziemlich cool. Ne? Ich habe so die Baggy Jeans in das Schulzentrum Rübekern gebracht. Also vor mir hat keiner Calvin Klein, bauchfrei, Baggy unten,
und ist morgens in die Schule gekommen und hat Rap gelebt. Das war schon krass. Also es war schon. Und du hast dir eine Zahnspange machen lassen, weil alle Rapper Zahnspangen hatten und dann hat es wehgetan an den Zähnen und hast sie wieder rausgerissen. Stimmt die Geschichte auch? Kann sein. Hat unser kann Spion sein. Erzählt? Ja, ich wollte schon Grills damals haben, ne? Ja. Also die Hip-Hop-Grills. Und was haben die Schüler gesagt? Die fanden das geil. Ich war die Coolste. Und die haben gesagt, ey, bist du aus dem Hip-Hop-Video entsprungen oder was? Woher schreibt auch du eine, wenn ich dich irgendwann hier gucke, wenn ich dich irgendwann auf Viva sehen sollte, kann ich sagen, ich kannte dich. Glaubst du, die sind stolz auf dich? Weiß ich nicht. Viva, naja, darauf wäre ich jetzt nicht so stolz. Viva ist vorbei. Komm, wir gehen mal rüber und machen es uns gemütlich. Vielleicht können wir einfach was zu trinken mit rübernehmen. Lady Betray. Du darfst die Große nehmen. Ja? Die Chaiselon haben wir für dich. Danke. Vielen herzlichen Dank. Danke. Das Türkenmädchen in Gröbling, war das eine Selbstverständlichkeit oder war das etwas, wo man besonders kämpfen musste? Das Türkenmädchen, wer hat das denn gesagt? Der würde sofort aufs Maul bekommen damals. Du schreibst selbst das Kanakenmädchen irgendwann. Ja, ich darf das sagen. Ja? Ich bin Kanake. Ja? Du nicht. Ich nicht. Nein, ich bin woanders Kanacke wahrscheinlich. Ja? Also ich du bin, bist Kartoffel. Ja, ich bin Kartoffel. Kartoffel du Kanacke, ich Kartoffel. Genau. So ähnlich. War das eine Sozialisation, wo man besonders kämpfen musste oder war das in Gröbling eh an der Tagesordnung? Ach, für mich war das damals normal. Ne? Und ich war ja, ich gehörte ja zu denjenigen, denen es gut ging, weil ich war irgendwie gut in der Schule. Ich hatte Freunde und Freundinnen, ich bin gerne zur Schule gegangen, ich habe irgendwann dann angefangen Rap zu hören, ich hatte Ziele. Woher kamen die? Deine Eltern sind aus Sivas in der Türkei hierher gekommen, du wurdest hier geboren. War das sozusagen diese Ambition auch etwas, um zu zeigen, ich muss raus, oder war das in dir, wäre es auch gekommen, wenn deine Eltern aus in Gröbling geboren Das weiß ich nicht, aber bestimmt hat das natürlich zu tun mit meiner Biografie und Sozialisation. Also es war auf jeden Fall ganz früh schon so, mit 12, dass ich schon anders war. Ich habe mich anders gekleidet. Ich habe, wenn wir mal auf die türkischen Hochzeiten gegangen sind, hatten die alle H&M-Klamotten. Und ich du bist war so gegangen. Zum Bleistift, also blaue Lippen, Haare an, auftopiert. So, also ich war schon anders. Und mein Ziel damals war schon ziemlich krass, nicht so zu sein wie die Masse. Ich wollte von der Masse abstechen, also ich wollte von herausstechen. Wurde das, weil wir auch über Bremen reden und über die Sozialisierung in Bremen, wurde das von der Schule gefördert? Oder warst du in der Schule dann auch für Lehrer, für Mitschüler eher die, oh Gott, jetzt dreht die hier besonders auf? Also glaubst du das, weil du sagst immer wieder, wenn du über Sozialisation von Ausländern in Deutschland redest, Bildung, 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 Bildung. Ich glaube, deine Eltern haben lange nicht, deine Mutter bis heute nicht, glaube ich, Deutsch gelernt. Das heißt, zu Hause kriegtest du das ja auch nicht. Dieses, ist ja, es aber die Schule, genau die dich gefördert? Also deswegen war das meinen Eltern so wichtig, dass gerade für meinen Vater, weil er hat immer gesagt, eine Frau muss sich irgendwann selbst unterhalten können, sie muss irgendwie unabhängig sein. So. Und das hing bei mir fest und ich wollte auf jeden Fall, ja wie gesagt, ich wollte anders sein und ich wusste, dass ich mit meiner Schule irgendwas erreichen kann. So. Und dass es der einzige Weg ist, dann auch was zu erreichen, neben der Kunst, ja. Heute leben 22.646 Türken in Bremen noch immer. Glaubst du, die haben die gleichen Chancen? Die haben es genauso schwer oder genauso leicht wie du? Hat sich da was verändert? Also ich will es jetzt nicht dramatisieren, aber ich würde nicht sagen, dass ich es einfach hatte und ich würde auch nicht sagen, dass man das als Türke oder Türkin in Deutschland einfach hat, weil man ist mit bestimmten Diskriminierungsmechanismen konfrontiert, man lebt teilweise zwischen zwei Kulturen und keine Kultur richtig. Also da gibt es schon automatische Sozialisationsprobleme, die andere nicht haben. Und gerade für Frauen ist das auch nochmal eine andere Herausforderung. Ich finde aber, dass die große Masse das Beste daraus macht, weil die meisten Deutsch-Türken und Türken machen ja einfach, ne, machen ja eine Ausbildung, haben hier Freunde aus allen
Kulturen der Welt und aber es hat sich gehören dazu. Also großen politischen Wetterlage auch viel verändert, oder? Also früher, du bist zweite Generation, also ja. Das waren sozusagen die Gastarbeiter, wo man auch noch klar war, die haben wir geholt und du bist sozusagen die Tochter, die ja. dann auch was will, wie du gesagt hast, ich weiß nur, mit Bildung klappt es. Jetzt haben wir mit der dritten Generation zu tun. Ja, die hat es einfacher nochmal, ne? Aber also die hat einen merkwürdigen, oft Rekurs wieder zu ihrer Heimat, oder? Viel ja, größer als bei euch, oder? Genau, da gibt es auch nochmal Studien zu. Aber es gibt auch schon, also auch die zweite Generation mhm. hat so in puncto Identitätsfindung auch schon Schwierigkeiten, so, ne? Weil die erste Generation weiß, wo sie hingehört, nicht nach Deutschland ja. meistens. Die zweite Generation ist schon schwieriger. Ich könnte auch manchmal, ich sage immer, ich bin 100% deutsch und 100% türkisch. Ich könnte auch nicht so, also manchmal bin ich auch Deutsche einfach ja. und manchmal auch einfach Kanaken. Ja. So, also das ändert sich auch. Was ich sagen will, ich kann beobachten, dass die dritte Generation einfach bestimmte Probleme, die wir haben, nicht mehr hat, Gott sei Dank. Sich durchsetzen müssen, eine Community finden. Ja, und dann gibt es nochmal so diesen Backlash zu der Community mhm. oder zu einer Religion oder zu einer bestimmten mhm. Gesinnung, sei es Nationalismus oder, mhm. also das kann ich auch beobachten. Du sagst, das Kanake, ich darf es nicht sagen, weil ich Kartoffel, du Kanake. Ja, genau. Aber das war sozusagen auch das Wort damals in den 90er, 2000er Jahren. Inzwischen, gerade Türken werden durch die Großwetterlage, die politische ja oft auch jetzt inzwischen mit die Muslime. Ja? Ja. Also der Türke an sich, den gibt es so gar nicht mehr, sondern es wird durch ISIS, durch Terrorismus, durch alles Mögliche plötzlich diese Gruppe, also der Kanake sozusagen, der gehört ja noch zu uns, zu der Muslim und der mhm. ist Feind. Macht das auch schwieriger? Ja, natürlich. Also es fing ja damit an, dass wir früher irgendwie erstmal Ausländer waren oder Ausländerinnen. Dann waren es irgendwie Türken. Mhm. Dann kam irgendwann in den 90er Jahren auch durch die Kanak-Attack-Bewegung halt das Wort Kanake, wurde positiv umgedeutet, mhm. reclaimed. Von dir und später positiv, ja. Genau. Und jetzt spricht man auf einmal von Muslimen und Musliminnen. Mhm. Und ich finde, das ist total schräg, weil die Menschen bestehen doch nicht nur aus ihrem Glauben. So. Ist es nicht genauso schräg, von dem Türken oder dem Kanaken zu reden? Also muss man überhaupt unterteilen? Ist es wichtig, die Herkunft zu benennen bei einem Menschen? Nee, ist es nicht wichtig. Ich bin mal durchs Viertel gegangen. Aber ich finde schon, Entschuldigung, ich finde schon wichtig, selbst, egal was man ist oder Frau, selbst zu reflektieren, also selbst seine eigene Position zu reflektieren, mit der Herkunft, mit dem Status, mit der Position. Müssen die anderen aber ja auch machen. Alle. Die Deutschen müssen das ja alle. Auch machen. Ja? Alle. Also, es reicht ja nicht, wenn diejenigen, die sozusagen gekommen sind oder da sind und anders wahrgenommen werden, sich reflektieren, sondern wir müssen ja auch reflektieren. Ja, oder? Ja, ich meinte damit alle. Findet diese Reflexion statt in Deutschland, deiner Meinung nach? Zu wenig. Teilweise auf beiden Seiten oder auf vielen Seiten zu wenig, leider. Weil wir uns mit was nicht auseinandersetzen? Also von der nicht-muslimischen oder nicht-deutsch-bio-deutschen Seite, mhm. deutsch-deutschen Seite. Das hört sich sehr nach Sarrazin an, bio-deutsche genau, Seite. Genau, Sarrazin, genau. Das ist meine Grundlage, ja, ja. meine theoretische Klar. Grundlage. Deine Reading-List, ja. Nee, ich kann immer wieder beobachten, dass es bestimmte Klischees mhm. gibt, wie zum Beispiel, ja, Türken essen nur Döner, die essen alle kein Schweinefleisch, die wollen nur unter sich bleiben. Immer wieder diese Sachen, ja, in Gröpeling spricht man kein Deutsch mehr, da sind ja nur Türken. Stimmt vielleicht auch, aber es hat ja Gründe, es gibt ja eine bestimmte Wohnungspolitik in den Städten, die gelenkt wird und so einfach kommt man da teilweise auch nicht raus, auch wenn man nicht Deshalb will. Haben wir dir hier was vorbereitet. Ja. Ist das ein Döner? Ein schöner Döner, ja. Das ist ja süß. Und ich war Teddy-Döner. Ich war im Steintor und habe. Aber das sieht ja eher nach was anderem aus, ne? Wie das Zusammenleben in Bremen zwischen Türken und Deutschen ist. Und das schauen wir uns jetzt mal Echt? An. Wo? Möchtest du einen Stoffdöner? Ja. So, man muss ja genau wissen, was die andere Seite denkt. Und das wollen wir jetzt mal tun. Ich verstehe nichts. Irgendwie scheint es da um Schulz zu gehen und um Europa. Was steht denn da? Wer kommt denn statt Schulz? Also ihr rechnet, also die Hürriyet rechnet schon damit, Schulz geht. Ist Hürriyet für dich eine Zeitung, die du jeden Tag liest? Nein, nein, nein. Zu viel Meinung? Zu viel Meinung, ich traue die Medien nicht. Wer traut schon den Medien? Wer traut schon dem Weser-Kurier? Wer traut dir Hürriyet weg damit? Okay.
So eine Dönerbude ist irgendwie auch so ein Treffpunkt für alle, oder? Da gibt es keine Politik, da gibt es gar nichts, sondern da gibt es nur Hunger, oder? Da geht es ums Magen, da gibt es keine Politik. Wenn man was essen, dann ist dann gut. Für euch in Deutschland, eigentlich ist es doch, also gerade Bremen, ist doch eigentlich okay, oder? Oder habt ihr Ausländerfeindlichkeit oder sowas? Oder würdet ihr sagen... Ja, ich habe ja davon nichts bekommen. Ja. Ich lebe ja seit 93. Ich habe 7 Kinder zu Hause. Ich habe über Ausländerfeindlichkeit habe ich bis jetzt keine einzige nichts bekommen. How is life in Bremen for somebody from Syria? I think it's a little bit difficult, but what is difficult? The language, the people, the culture? No, the difficult it's how you can update with the people here. Okay. How you can know what they do, what they have, something like this. Okay. And to find what you want, like normal person in this city. So it's difficult to integrate because people are not open enough? Yeah, something like this. Okay. Can you say something like this? Okay. Yeah. Wenn die Deutschen Mitfahrer haben, verstehen die überhaupt, was los ist in Syrien? Glaube ich, die alten Leute, ich muss das nicht viel erklären, ja. weil die haben selber das erlebt und die haben das selber gesehen, sag mal. Aber die jungen Leute, sag mal, die haben Interesse, aber ich merke auch, die Interesse ist zu wenig. Mhm. Ich merke auch, sag mal, die haben auch... Ich weiß nicht, was soll ich sagen, aber tut mir leid. Manchmal gibt es viele junge Leute, die haben falsche Informationen. Ja. Der multikulturelle Mann braucht zum Feierabend ein Bier, liest seine Hürriyet und jetzt versteht er sie auch. Wir haben gesehen, Integration ist nicht leicht, auch nicht in Bremen. Und vor allen Dingen politische Aktualität ist schwer zu debattieren. Man merkt, Türken, Syrer stehen hier auch an einer Art Erklärungsfront. Und vielleicht ist die Diskussion mit ihnen das Allerwichtigste, was wir jetzt schaffen können. Man sieht. Das waren noch gar keine Türken, nur einer. Ja, es ist schwierig, im Viertel Türken zu finden. Ja, für also viel dich, mehr Syrer, ja. Wenn ich hingehe, ich bin wie ein Magnet und dann kleben die alle an mir. Zack. Wir haben gleich noch Fans von dir. Die haben wir auch im Viertel getroffen. Die klebten, nachdem ich gesagt habe, du bist bei mir, auch bei mir wie ein Magnet. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Aber lass uns noch einmal die Situation, die politische Situation ordnen. Wir hatten in Bremen vor kurzem am Hauptbahnhof die großen Pro-Erdogan-Demonstrationen. Wir hatten sie in ganz Deutschland. Erdogan-Demonstration. Viele Deutsche sagen, dem folgen wir nicht mehr. Wie ist das bei dir? Folgst du dem? Kannst du verstehen, was die Leute auf die Straße treibt? Also ich finde Onkel Erdogan richtig gut. Das glaube ich dir. Ja. Weil? Weil er... Einer meiner Sponsoren ist vom Vagina Style Institut. Ja, mit Sicherheit. Der hat dir mit Sicherheit das Herz in den Hintern geschnitten, genau, was du da hast. Ja? Genau, er hat gesagt, wenn du da kein Loch schneidest, dann werde ich heute Abend nicht ruhig schlafen. Ja? Und ihr habt immer so SMS-Kontakt und er sagt, zieh heute mal wieder pink an. Natürlich, wir machen mal Code-Switching auf Englisch, Türkisch, Deutsch. Wir haben aber gerade beim Dönerladen gesehen, das sind Themen, selbst beim Döneressen, selbst wenn der Hunger da ist, auch die Deutsche bewegen. Die sagen, Mensch, jetzt gehen die hier auf die Straße, nutzen Demonstrationsfreiheit für ein Land, wo es keine oder wenige oder je nach Tagesform gibt. Kannst du verstehen, dass die Deutschen sich sozusagen das nicht mehr nachvollziehen können? Das kann ich verstehen, aber man muss halt auch so den ganzen Kontext dafür so vor Augen führen, okay, weil es ist ja immer so natürlich, also jeder kritische oder normale Mensch würde eine Regierung, die keine Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, keine richtige Justiz erlaubt, kritisieren. Mhm. Aber im Kontext Deutschland, wenn nicht türkische Deutsche, Deutsche anfangen, die Türkei zu kritisieren, dann sind die Türken und Türken genervt, weil sowieso immer so bestimmte Vorurteile und Klischees vorherrschen und dann hört sich das keiner an von einem Deutschen oder von einer Deutsche. Das ist das so Problem, die Problematik. Ist doch, dass aber natürlich, jeder Türke auch das Recht hat, hier sozusagen seine Meinung zu sagen. Natürlich, ich habe nur erklärt, warum Leute halt genervt sind, wenn man denen sagt als Nicht-Türke, was passiert denn eigentlich in eurem Land? Mal ganz davon abgesehen, das sind ja auch Deutsche, das ist ja auch, die leben hier. Ne? Aber wenn dann halt so nur das rausgepickt wird, sind die einfach abgeturnt. Das kann man halt auch verstehen. Wirst du darauf angesprochen oft? Ja,
Ich werde oft darauf angesprochen. Und du sagst, das nervt mich, das ist mein Land oder mein Herkunftsland? Nein, ich sag's nicht, aber ich kann bestimmte Verhaltensweisen verstehen. Ich kritisiere natürlich, als wenn ich mich für Frauenrechte einsetze, kritisiere ich die Frauenpolitik in der Türkei, die dafür gesorgt hat, dass die Frauen in den letzten 12 bis 13 Jahren mehr am Herd stehen. Das Schulsystem wurde verändert. Homosexuelle oder Transmenschen haben da keine Rechte. Das sind all Sachen, die man kritisieren sollte. Und natürlich Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, das sind so Grundelemente. Die man aber oft nur in Deutschland kritisieren kann. Weil in der Türkei ist es schwierig geworden, das zu kritisieren. Ja, natürlich. Oder? Das gibt's ja. Ich meine, Leute sitzen nicht umsonst im Knast. Würde es dich geben in der Türkei? Lady Bitch Ray wird es immer geben. Ich würde bestimmt den Knast unsicher machen. Genau. Ja. Nee, ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre schon ganz früh geflüchtet. Oder ich hätte Onkel Erdogan mitgenommen oder sowas. Vielleicht weiß er noch nicht von deiner Existenz und kommt ja, dann hier nochmal her. Er sollte mich mal kennenlernen. Nicht nur auf auch. Großbildleinwand. Ja. Das zweite große Thema, wir haben es eben schon gesagt, es geht gar nicht mehr nur um Türken, sondern es wird alles in einen Topf geschmissen. Ja, genau, es gibt diese Terroristengeschichte, es gibt die dann auf Muslime reduziert wird und auf ISIS. Syrien kommt dazu. Dann wird plötzlich der Weserpark gesperrt, weil jeder... Syrer und Syrerinnen sind die neuen Türken jetzt, ne? Ist das so? Tut mir auch leid, ja. Weil... die kommen jetzt, also sind jetzt hier, für die ist das echt nochmal, ich meine, mit dieser ganzen Kriegstraumatisierung auch nochmal eine andere Sache. Da ist die Sprache, da ist die Kultur, da ist die Religion. Also ich bin gespannt, ich meine, Deutschland gibt sich ja auch schon viel Mühe, anders als jetzt bei meiner Elterngeneration. Ja. Ne, da gab es ja keine SozialarbeiterInnen, die irgendwie... Na, Gröbling war sozusagen ein großes Sozialarbeiter-Netzwerk, genau. Ein Projekt. Wobei ich muss sagen, Gröbling war richtig cool. Also G-Town war... Na eben, du konntest da... Ja, da das waren war total gemischt, das war wie Viertel heute. Ja. Also es war ziemlich normal und cool. Also würdest du sagen, Bremen ist da eine liberale Stadt? Türken in Bremen geht es besser als zum Beispiel Türken in München? Ich glaube... Ja, vielleicht ein Tick, aber ich glaube, Türken und Türken in Deutschland oder auch Schwarze oder andere Menschen mit Migrationshintergrund haben es grundsätzlich nicht einfach und vor allem Menschen mit muslimischem Hintergrund derzeit auch nicht. Okay. Du hast es eben schon angesprochen, Sexualität, sexuelle Übergriffe. Du hast warst lange sozusagen in deiner Wissenschaft abgetaucht und irgendwann hast du nach Köln, nach den Ausschreitungen der Silvesternacht, die übrigens auch in Hannover und in anderen Städten stattgefunden haben, deine Stimme erhoben und hast gesagt, es geht nicht darum zu sagen, es ist muslimische, türkische, syrische Gewalt, ja, sondern es ist Gewalt gegen Frauen. Ist das wirklich so auch heute noch? Ja, also ich kann nur aus eigener Erfahrung und auch einfach als Erfahrung als Frau sagen, das Patriarchat, Schwanzstrukturen gibt es überall. Die gibt es in den Medien, ne? Musst du ja selbst auch sehr gut wissen. Die gibt es in der Gesellschaft, die gibt es in verschiedenen Kulturen. Das ist ja nicht spezifisch türkisches, arabisches. Und da passieren Sachen. Da wird Schwanzstrukturen in Jobs, das eine. In der Fakademie. Übergreifen an Körper ist ja was ganz anderes nochmal. Oder? Ja, geh mal bitte Wochenende als Frau oder als Frau, so, die sich ein bisschen freizügig kleidet, irgendwo durch. Irgendwo. Ja, irgendwo, außer durch den Wald. Also du wirst, die Wahrscheinlichkeit, dass du angegrapscht wirst, vor allem von Männern, die besoffen sind oder angetrunken sind, ist ziemlich hoch. Und bei Muslimen ist die Möglichkeit, dass sie angetrunken sind, sogar noch relativ gering. Eben. Jetzt ist mal ein und deshalb Punkt für kann man das nicht kulturalisieren und sagen, das sind nur die. Jetzt auch wenn ich glaube, dass es solche, also dass es solche Vorfälle gab. Man kann jetzt, man muss ja ziemlich vorsichtig sein, was man da sagt. Das ist mal ein gutes Stichwort für unseren Weiberrat, finde ich. Ja? Kannst du bitte aufhören, Weiberrat zu sagen? Frauenrat. Kaffeekränzchen, ja, jetzt habe ich das an das Mikrofon, ja, für unseren Frauenrat. Diese Nächte, Frau Vergeller, in Köln haben das Bild der Muslime oder muslimischen Männer in einer Öffentlichkeit verändert, zu Recht oder zu Unrecht? Naja, was da passiert ist, war natürlich überhaupt nicht in Ordnung, aber wir müssen auch nicht so tun, als ob das nicht vorher uns Frauen passiert ist. Ja. Also es ist uns allen schon passiert und die deutschen Männer sind da leider auch nicht besser. War das ein gefundenes Fressen für Medien einfach nur? Ich meine, es ist ja nicht von der Hand zu weisen, wir haben ja die Videos gesehen. Genau, also... es wurde auf jeden Fall, glaube ich, sehr darauf fokussiert, wer da der Täter ist. Und das ist
zu einem Teil in Ordnung, aber gerade als Frau fühlt man sich, also dieses Mitgefühl, was auf einmal da war von deutschen Männern, die sonst auch deutsche Frauen begrapschen, ja, das kann man sich auch schenken, also das habe ich echt nicht gebraucht. Also es geht wirklich da gar nicht um Religion, um kulturelle Hintergründe, sondern es geht um Männer und Frauen? Es geht um sexuelle Gewalt. Was ich halt ganz entscheidend finde, Männer und Frauen ist. Genau, das, was Dr. Schein gesagt hat, dass man halt wirklich darüber spricht, dass hier sexuelle Gewalt passiert und dass man da nicht davor schweigt. Und da haben ja, sind ja auch viele Frauen aufgestanden und haben gesagt, es ist gut, dass das Thema sexualisierte Gewalt, was uns schon so lange begleitet, was schon immer elementarer Bestandteil dieser Gesellschaft war, jetzt mal in den Mittelpunkt gerückt wird. Aber das zu verbinden mit einer rassistischen Debatte und wenn man dann sieht, was die Politik daraus gemacht hat, nämlich zu sagen, wir machen jetzt eine Verschärfung des Sexualstrafrechts, das ist eine super Sache. Auf der anderen Seite sagen wir aber auch, jetzt schieben wir Leute vermehrt ab und werfen das alles in einen Topf. Da sieht man halt, dass man ja eben Rassismus auch benutzt und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass es solche Ausrufe wie zum Beispiel ausnahmslos gab, die gesagt haben, nein, wir denken Antisexismus und Antirassismus zusammen und wollen das nicht, dass das eine für das andere missbraucht wird. Dankeschön. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ein doppelter Übergriff gewesen. Das ist sozusagen einmal der Übergriff in der Silvesternacht gewesen und dann ein Missbrauch der Medien und der Politik dieses Übergriffes, um andere politische Ziele zu verfolgen? Genau, Missbrauch von also Diskursen von sexuellen Gewalt für rassistische Ressentiments. Eine deiner Zeilen ist eine geile Schlampe mit Pussy-Power, alle Hurensöhne an die Mauer, Hammer auszusehen mit Endporno-Optik, eine Monstermöse, die deinen Kopf fickt, kein Blatt vor die Muschi zu nehmen, zu ficken, ohne einen Fick zu geben. Mach's mal ein bisschen so mit Rhythmus, ja? Mach du doch so selber. Trocken. Eine geile Schlampe mit Pussy-Power, alle Hurensöhne an die Mauer, Hammer auszusehen in Endporno-Optik, eine Monstermöse, die deinen Kopf fickt, kein Blatt vor die Muschi zu nehmen, zu ficken ohne einen Fick zu geben, Business zu machen mit Film und Musik, ich kauf mir meine eigene Modeboutique. Wie war das? Eine feuchte Musik. Ja, das wird schon Jazz hier, guck mal, ja. Genau. Wird es durch Musik etwa harmloser? Warum? Ja, weiß ich nicht, weil du sagst, ich habe scheiße vorgelesen. Wer sagt denn, dass es harmlos werden soll? Wir reden gerade, es ist ein Stück von meinem Rap-Song Bitches, heißt das. Wir befinden uns jetzt Sprache in verschiedenen lyrischen Äras, ne? Du meinst, ich bin noch Oper und du bist schon... Genau, du bist Klassik-Opern-Kritiker und ich bin die Queen Pussy Deluxe. Ja, aber braucht man diese Ausdrücke heute sozusagen, um die Botschaft des Feminismus, der Selbstbestimmung durchzusetzen? Muss man dann über die Muschi reden? Nö, muss man nicht. Kann man aber. Ja. Und was bringt es? Je nachdem. Also mir hat es ganz viel gebracht. Was zum Beispiel? So einmal so diese Selbstbefriedigung, bis ich meine Kunst ausleben durfte. Und ich bin Expressionistin, ich muss mich immer ausdrücken, sowohl visuell als auch über Sprache, als auch über Schriften. Und mir bringt es einfach so eine Selbstbefriedigung, also nicht im Sinne von Masturbation, auch vielleicht irgendwo, aber einfach so dieses... Masturbation. Ja, genau, ja? Genau. Ja? Das ist ganz wichtig für Künstler. Und die Reaktionen, die du darauf kriegst, sind ja planbar eigentlich, oder? Was sind die? Planbar. Dass Leute sagen, oh Gott. Ja, aber das ist, kommt immer auf ihren Kontext an. Ne? Viele Leute, die sich jetzt so mit Rap und mit der ganzen Bewegung nicht beschäftigen, für sie mag es vielleicht jetzt irgendwie schockierend sein, aber für mich ist das so normal. Aber mittlerweile haben sich auch dran gewöhnt, die Leute. Ne? Also es war ja hart. Hast du es durchgesetzt, dass man sowas, dass es heute fast zum Hochdeutsch gehört, diese Sprache? Ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall einen Meilenstein gesetzt, was Popfeminismus und Hip-Hop-Feminismus angeht. Also wo sich feministische Inhalte, bestimmte Inhalte mit der Musik oder über die Musik vermittelt werden, würde ich schon sagen, ja. Über die Reaktionen deiner Musik und deiner Texte reden wir gleich nochmal. Ich bin nochmal durch die Bremer Innenstadt bzw. durchs Viertel gegangen und habe selbst in Bremen nach der Erotik und der Lust gesucht. Gute Vorbereitung ist alles und deshalb habe ich mal ein bisschen Lektüre gekauft. Einmal, liebe Bitch, deine Lieblingslektüre und einmal meine.
hier, es gibt diese alten Emanzipationsdinger von Alice Schwarzer und sowas, ja, die noch gesagt haben, die Frauen müssen arbeiten, die Frauen müssen sich frei machen. Ist das nicht schon auch gestern? Seid ihr nicht sowieso emanzipiert? Also ich finde nicht, dass man sich über die Arbeit definieren muss und dadurch automatisch emanzipiert ist, nur weil man arbeitet, ja, ne? Sondern das äußert sich in anderen Dingen wie Selbstständigkeit, Unabhängigkeit. Und das hat aber nicht nur mit finanzieller Unabhängigkeit zu tun, ne? Sondern auch einfach so, dass man auch imstande ist, theoretisch alleine klarzukommen und unabhängig von anderen ist und nicht auf Hilfe angewiesen und sowas, genau. Emanzipation, ich meine, du bist eine moderne junge Frau. Ist Emma noch für euch irgendwie ein Vorbild oder gibt es eine andere Emanzipation inzwischen? Also ich kenne die Zeitschrift ehrlich gesagt, ja, ne, deswegen... Da geht es so eher um lila Latzhosen und so. Ach so, okay, nee, also ja. Ihr seid an sich emanzipiert. Genau. Sag mal, Lady Betray, wichtig für euch oder nicht? Was heißt wichtig? Ich habe nichts mit ihr zu tun. Ja, dass die sozusagen für die Emanzipation steht und sowas, oder braucht ihr so einen Quatsch nicht? Ich kenne sie auch nur durch meine Lehrerin, dass sie einen Vortrag in der Uni gehalten hat, aber mehr weiß ich auch nicht drüber. Also ich kenne es nur vom Namen. Sie sagt ja, Frauen sind sozusagen Frischfleisch. Würdet ihr das auch so sagen? Das, da soll man sich gegen wehren? Nee, eigentlich nicht. Du kannst schon ganz gut für dich selber sprechen, meinst du? Ja, jeder kann für sich selber sprechen. So, Lady Bitch, nimm das. Die können nämlich selber für sich sprechen. Edgemann, Batchmann. Hier, das ist so eine Emanzipationszeitung, ne? Von irgendwelchen Frauen, die sein wie, wollen wie Männer. Und das ist die andere Zeitung, ne? Das ist hart. Das ist schon hart, oder? Hart, auf jeden Fall. Für mich auch. Das ist auch nicht möglich, oder? Total schwierig. Das meinte ich mit Kultur, Tradition und auch Religion. Ja. Sowas darf man nicht veröffentlichen werden. Auch ist Deutschland auch manchmal zu weit mit diesen ganzen nackten Weibern und so? Ich freue mich drauf. Das Klang ist gut, aber in der Straße muss es nicht nein, sein. Nein, nein, ja, nein. Ich komme auch aus anderer Kultur, aber man muss auf jeden Fall anpassen. Aber wir sind in Deutschland, es ist andere Kultur, man muss das akzeptieren, wie es ist. Aber gerade da ist Anpassen ja manchmal schwer auch, oder? Also ich meine, das liegt hier überall rum und so. Wo kommst du her? Ich komme aus Marokko. Aus Marokko, ja, da wäre es absolut nicht Tabu. Möglich. Ne? Das ist ein Tabu auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ist das schwierig, aber sich dann... in Deutschland. Und dann muss man das sozusagen ertragen? Ja, man muss annehmen, wer es ist. Hier, Fun Factory. Sieht man hier Emanzipation? Teils, teils, muss man ehrlich sagen. Also, ist doch nicht weit, oder was? Nein, muss man, also das ist immer noch so ein mega Tabuthema, auch die Selbstbefriedigung der Frau ist immer noch ein mega Tabuthema, obwohl man denkt, man ist jetzt langsam angekommen, aber nein. Wie, die nur heimlich unter der Bettdecke ohne Hilfsmittel, oder was? Ja, mit Hilfsmittel mittlerweile auch, aber auch wirklich ganz heimlich, am liebsten mit schwarzer Tüte hier raus und... Nee. Doch. Aber dafür habt ihr eine super Lage, ja? Kann ja jeder sehen, wer hier rein und raus kann. Ja, das ist wahrscheinlich auch der Nachteil, aber ja. Es ist nicht mehr so dirty, aber das heißt ja, dass ja, so Leute wie Lady Bitch Ray schon doch noch einen Auftrag haben, indem sie den Leuten sagen, hier, eure Mumu könnt ihr auch mal streicheln. Bitte, unbedingt. Also ja, wir wären da, wir würden uns darüber sehr freuen, wenn sie sowas... an die Frau bringt, nicht an den Mann, sondern an die Frau. Der emanzipierte Mann setzt sich zum Feierabend erstmal hin und trinkt ein Bierchen und sinniert über die Emanzipation. Also das irgendwie ist uns allen zu langweilig, zu platt und auch nicht wirklich schön. Die Emma hingegen, ja, Emma, hat die viel geileren Bilder. Und die Bremer Frau braucht Lady Bitch Ray, um zu merken, wie befriedigt man auch so sein kann. Also go on, Bitch. Ist das so? Was denn? Dass die Bremer Frau dich braucht, um Ach, ich würde, Spaß zu ich würde haben? Gar nicht sagen, dass mich irgendwie wer braucht, aber ich würde, ich kämpfe ja oder ich stehe ja für eine bestimmte, selbstbestimmte Sexualität. Die Dame eben hat es auch angesprochen, zum Beispiel Masturbation. Es ist ja wirklich so, dass es einerseits also es gibt so eine Doppelmoral. Es ist einerseits in den Medien und in der Gesellschaft übersexualisiert, teilweise in der privaten auch Sphäre. Auch für Leute wie dich? Ja? Nein, da komme ich gleich zu. Okay. Oder halt in den Medien, ne, wenn wir sowas haben, also total übersexualisiert, ein perfekter Körper, die Brüste müssen stimmen, das muss ein bestimmtes Gewicht sein, das ist eine bestimmte Norm. Und andererseits, wenn Frauen wie ich im Kontext ihres Songs eine selbstbestimmte Sexualität leben, sprich wenn weibliche Sexualität personifiziert wird, gibt es Probleme. Und das finde ich interessant, weil was sagt es über diese Gesellschaft aus? Ja? Was sagt Man es kann, aus? Ja, es sagt aus, dass weibliche Sexualität in dem Sinne immer noch tabuisiert ist.
Das ja, ich fand es total erstaunlich. Also diese Fun Factory liegt ja wirklich mitten im Viertel am Ostertor. Ich dachte, es ist ganz normal, da rein und da raus zu gehen. Das ist ein gutes Beispiel. Aber die sagen, nein, man braucht noch schwarze Beutel. Und da sind wir gar nicht so weit weg wie bei dem Kollegen aus Marokko, der sagt, bei uns auch. Ja, ja, guck mal, Fun Factory wollte ich vor 2 Jahren paar Dildos haben, für ein kleines Video oder sowas. Und die haben sich dann, wie das so ist, ne, man stellt eine Anfrage in der PR-Abteilung, dann wird das oben geprüft. Und die Antwort war, nein. Ich musste mir dann die im Endeffekt kaufen, weil das ein bestimmtes Bild von Sexualität hat, mit dem wir uns ein dreckiges Bild, haben sie gesagt, mit dem wir uns nicht identifizieren können. Weil sie lieber Dildos für die Hausfrau machen, die das versteckt, als für eine Künstlerin, die damit jetzt irgendwie Sexualität zur Schau stellt, weibliche. Weißt du, was ich meine? Macht das Männern und Frauen Angst, was du machst? Ist ihnen es nur peinlich? Sagen die, es ist mit dem Sex wie mit der Religion, es gehört lieber ins Private? Ach, Angst ist auch immer so eine Sache. Ich gehe ja nicht hin und setze mich mit meiner Punani auf das Gesicht von den Leuten. Und mittlerweile, muss ich sagen, gibt es einfach die junge Generation, die wir da einfach auch sitzen haben bei den Damen. Ja? Die Frau Vagala war das. Miriam Strunge und auch diverse andere, das ist eine junge Generation, die ich auch unter meinen Studierenden habe, die einfach, die diese Sachen und diese Diskurse einfach auch leben und einordnen können. Also es ist ja auch nicht mehr so, wie man denkt, dass Frauen irgendwie prüde sind. So ist es ja nicht. Führen wir hier altbackene Diskussionen und das ist alles gar nicht mehr aktuell? Ja, frage ich mich auch. Ja, im Ernst? Ja, es ist generell ja die Frage, zum einen in der Begrifflichkeit, dann braucht die Welt jetzt einen Dildo-Laden. Also ich meine, ich habe ganz andere Themen in meinem Leben und da ist der Dildo, kommt ganz, ganz zum Schluss und das empfinde ich auch nicht als Selbstbestimmungsprojekt meiner Person, ob ich den in Blau oder in Pink kaufe. Ich weiß, wenn ich will, kriege ich einen, so oder so. Es ist nicht mein Thema. Aber Reyhan, es war wichtig, um etwas ins Gespräch zu bringen, solche Themen überhaupt auf den Tisch zu bringen. Genau, und Sexualität ist ja nicht nur, das ist ja nur ein Teil des ganzen Diskurses. Mhm. Ja? Es gibt ja auch genügend andere feministische Diskurse. Heutzutage ist es zum Beispiel Trend, dass Frauen das Patriarchat stützen. Ja? Das ist ein großes Problem. Die Männer brauchen nichts mehr machen. Also es gibt wirklich patriarchalische Hierarchien, die von Frauen gestützt und umgesetzt werden. Das ist ein Problem. Ja? Wenn wir über Sex reden, reden wir eigentlich immer über was anderes? Also ganz ehrlich, ich kann auch nur das sagen, was Frau Borgwardt gerade gesagt hat, das sind irgendwie, also ich höre dem hier zu, aber das hat mit meinem Leben und mit der, wenn ich überhaupt über Rollen von Frauen nachdenke, dann führe ich solche Unterhaltungen ehrlich gesagt gar nicht. Also das ist irgendwie so weit weg von Lebensrealität, das wundert mich ein bisschen. Aber das sind so Plattitüden auch, die ihr so ausbreitet. Aber Reyhan hat gerade, es geht ja auch um Populärmusik, Popmusik, damit sozusagen eine Generation angesprochen und eventuell auch befreit, haben wir ja gerade gehört, oder? Na, ob befreit, das weiß ich nicht, weil im Grunde neue Standards auch gesetzt werden. Ich muss besonders freche, schnoddrige Sprache sprechen, dann bin ich innen, dann ist das genauso wieder eine Standardsetzung und die nichts eigentlich. Haben Sie das Gefühl, dass das so ist? Ja, klar habe ich das. Mit gelebter Sexualität nicht Warum? Unbedingt zu tun hat. Ich finde so, Sie denken so, oder Sie fragen mich jetzt sowas wie Befreiung und ich finde es überhaupt nicht befreiend, über Sexualität in einer Weise daherzureden, die eher, glaube ich, uns entfremdet von dem, was da eigentlich passiert, als dem uns eigentlich nahe bringt. Und ehrlich gesagt, wir mussten nicht warten bis 2014, 15, 16, dass wir Frauen uns für eine Liberalisierung von Sexualität eingesetzt haben. Das ist auch schon aus dem vorigen Jahrhundert. Ist das so, Reyhan, dass du eigentlich etwas bedienst, was gar nicht mehr nötig ist? Also ich verstehe jetzt gerade die Diskussion auch nicht ganz. Also du sprachst jetzt irgendwie über meine Texte, die bestimmte Themen haben und wir haben über feministische Diskurse gesprochen. Ja. Jetzt hat Frau Haufe typisch für die zweite Generation westlicher Feministinnen ein Statement gesetzt. Mhm. Wenn es Frauen nicht nötig haben, dann haben sie es nicht nötig. Aber ich sehe einfach bestimmte Strukturen, patriarchalische Strukturen in unserer Gesellschaft. Ich spreche mit ganz vielen Frauen, die immer noch nicht zu ihrer Sexualität stehen.
Und das, finde ich, ist ein Problem. Und darüber muss es einfach auch Menschen geben, die diese Sachen vorleben. Ne? Was passiert ist mit deinen ersten Alben und mit deinem Auftreten, ist auf jeden Fall, dass du Menschen provoziert hast, dass sie vielleicht Angst vor dir hatten. Gerade in Bremen, Radio Bremen, du warst beim Sender Europa, oder wie hieß das, Radio Europa, und bist da rausgeflogen, weil sie irgendwann gemerkt haben, dass du Songs ins Internet stellst. Hengstarzt Orgi war, glaube ich, der Song, um den es da ging. Das ist schon einige Jahre her. Genau. War das ein Fehler, dich rauszuschmeißen, oder hättest du heute gesagt, kann ich schon verstehen. Ach, heute kann ich denen eigentlich gratulieren, weil wäre ich nicht da draußen, dann hätte ich nicht meine wissenschaftliche Karriere. Oder Radio Bremen wäre cooler geworden? Ja, oder so, aber die haben sich für das andere entschieden. Aber sie haben dir eine Chance gegeben. Sie haben gesagt, stell es aus dem Netz wieder raus, dann kannst du bleiben. Und du hast gesagt, nein, mir ist wichtiger, dass es drinnen bleibt. Nee, es war eher heuchlerisch, also es war keine Chance. Es war eher, nimm es raus oder geh. Mhm. So, ne? Aber es ist jetzt schon lange her, aber es zeigt auch mal wieder den Umgang. Es war ja nicht so, dass ich diese Musik als Moderatorin oder sowas gespielt habe. Ich war da eine Journalistin, eine gute Journalistin bei Funkhaus Europa, die bestimmte Themen wirklich reingebracht hat. Und dann aus dem Kontext gerissen zu sagen, weil du so eine Musik machst, und mit dieser Musik bin ich übrigens auch Jahre vorher aufgetreten, im Rahmen von Funkhaus Europa, finde ich es ein bisschen heuchlerisch. Wir sind bei diesem Thema Zensur. Wir haben eben schon Türkei-Zensur. Wir haben aber auch das hier bei auch einem Bremer Böhmermann zum Beispiel, der sich auch sehr weit mit anderen Sachen aus dem Fenster hängt. Findest du, dass auch wir in Deutschland immer vorsichtiger werden? Es war mal alles möglich. Inzwischen sagst du auch, es ist jetzt auch alles gesagt. Alle Worte für ein Genital sind ausgesprochen, diskutiert und weggeschmissen worden. Gibt es eigentlich heute überhaupt noch Provokationen oder liegt die ganz woanders? Es gibt vor allem, finde ich, auch diese Debatte ist ein bisschen heuchlerisch, weil Kunstfreiheit, also wenn wir wirklich mich als Beispiel nehmen, ich hatte keine Kunstfreiheit. So, weil dir wer Grenzen gesetzt ja, hat? Ja, weil mir zum Beispiel Radio Bremen Grenzen gesetzt hat, weil ich da meinen damaligen Job verloren habe, weil ich es immer wieder erlebe, dass ich in bestimmte Kreise oder also aus bestimmten Kreisen ausgeschlossen werde, weil es Leute einfach in falschen Hals bekommen. Auch hier gab es ja Beschwerden wegen der Sprache. Dass sich Leute beschweren und über Ästhetiken diskutieren, ist ja erstmal noch kein Ende der Kunstfreiheit. Über Ästhetiken diskutieren ist überhaupt keine Frage. Natürlich kann man über Geschmack streiten. Das ist ja auch eine Frage, ob in einem öffentlich-rechtlichen Sender erstmal alles gesagt werden darf und soll. Ja, aber in einem öffentlich-rechtlichen Sender. Es war ja nie so, dass ich da meine Musik gespielt habe. Es war was Privates. Also es war etwas, was im Internet veröffentlicht wurde und nicht bei Radio Bremen am Mikrofon lief. Ne? Aber jetzt, wenn man das so beobachtet, wenn dann ein Jan Böhmermann einen Präsidenten beleidigt, dann ist Radio Bremen ganz groß dabei. Oder bei Je suis Charlie, dann halten die alle Je suis Charlie-Schilder, wo ich dann denke, ihr Motherfucker, ihr wart doch die Letzten, die verstehen, was Kunst ist, ja? Und ist das über das Geschmack Absurde? Kann man, das ist ja? absurd. Das ist auch absurd und auch heuchlerisch. Also als eben das und dann doch nicht will, dass du solche Sachen machst und sagst? Ja, das ist, also ich habe ein ganz jüngstes Beispiel dafür von, ich habe für Arte, die haben einen Summer Special gerade, Summer of Scandals, und da sollte ich eine Sendung moderieren, zu Skandalvideos. Da waren ganz viele, also von Michael Jackson, Madonna, Rammstein. Und ich sollte das sowohl als Künstlerin moderieren, die halt auch Skandalvideos hatte, und halt auch als Semiotikerin, ja, die diese etwas zum Visuellen sagen kann, ja, verschiedene Zeichen, Arten von Skandalen. Ich habe das ziemlich cool moderiert. Dann wurde es am Ende doch nicht gesendet. Ja, weil man wollte, aber traute sich nicht. Genau, weil es einfach, und das erlebe ich ganz oft, mittlerweile kann ich damit umgehen, das ist ja auch kein Problem. Ich habe einfach nur ein Problem damit, was heißt Problem habe ich gar nicht damit, aber ich kann einfach nur beobachten, dass es immer dieselben Menschen sind, die sich über sowas aufregen, ne? Weil es da gar nicht mehr um Inhalte geht, sondern eigentlich... Die übrigens auch eine schöne Sprache haben. Die FAZ hat mal über dich geschrieben, du bist ein armes Provokationswürstchen im goldenen Glitzerdarm. Was tut sowas? Ja. Im Ernst? Also ich merke, wenn böse über mich geschrieben wird, tut schon immer auch weh.
Nee, also derselbe Journalist hat sich Jahre später bei mir entschuldigt und hat mir zugestanden, dass er das, was ich sage und schreibe, ziemlich gut findet und unterstützt. Und dass aber Journalistinnen, er wollte bei der Fatsch bleiben. Ja. Genau, vielleicht ist er da gar nicht mehr. Aber dass Medien reißerisch schreiben, immer wieder irgendwie was Negatives suchen, um zu schreiben, das ist ja sehr normal. Wir haben das leider bei unseren Damen, nenne ich das jetzt mal so, die wir eingeladen haben, gesehen. Es gibt unterschiedliche Bilder über Frauen. Das sind ja auch unterschiedliche Generationen, ne? Natürlich. Ist das nur eine Generationenfrage? Fangen wir mal mit der hier an. Ja, das Alice ist Schwarzer. Unsere, und die Urmutter aller Generationen. Ja, und hat man hinter sich gelassen? Ich habe wirklich was von ihr gelernt, das muss ich ja sagen. Was also hast du von ihr gelernt? Ihr habt euch heftig gezofft? Nee, ich finde, man muss Respekt davor haben, was diese Frau früher gemacht hat. Mhm. Respekt vor ihrem Mut, Respekt vor ihrer Ambition, weil diese Frau hat auch ihr Leben dafür gegeben. Hat sie auch von dir was gelernt, glaubst du? Weiß ich nicht, müsste ich sie eigentlich fragen. Aber ich finde halt so in den letzten Jahren und bezüglich den islamischen Diskurs und Kopftuch finde ich sie einfach teilweise pauschalisierend und rassistisch. Aber ich habe großen Respekt vor dieser Frau und ich kann wirklich sagen, ich habe natürlich was von ihr gelernt. Sie ist eine der Vorreiterinnen. Angela Bitch Merkel. Bitch-Schwester, oder was? Ja, ja, auf jeden Fall. Also strategisch, klug, okay, in der falschen Partei, aber als Frau respektiere ich sie. Elisabeth Motschmann hat gegen Alice Schwarzer gekämpft, genauso wie du, ja, aus ganz anderen Gründen. Und hat wirklich so eine Entwicklung durchgemacht. Ne? Früher, also sie ist ja mittlerweile total für liberal. Für Schwulenehe, für alles Mögliche. Ja. Und macht was für die Frauenquote in Unternehmen, hat sie was gemacht. Und dafür, dass in der Schaffermahlzeit auch Frauen teilnehmen. Also super, sie erinnert mich ein bisschen an Margaret Thatcher vom Aussehen. Wäre sie hier, hätte ich ihr angeboten, dass ich ihr gerne ein Thatcher-Bitch-Chanel-Outfit entwerfe. Aber leider ist sie nicht da. Frau Motschmann, das Angebot steht auch so, ich weiß, Sie gucken immer, also das Thatcher-Bitch-Chanel, so viel kann ich gar nicht sagen, Outfit steht. Lady Gaga. Lady Gaga. Gute Outfits, gutes Konzept, bisschen weichgespülte Popmusik, aber cool. Identifikationsfigur für junge Frauen? Ja, bestimmt. Eine gute? Na, so mit Inhalten ist das ja, also so ein bisschen trans, Homosexualität schneidet sie an, so spielt ein bisschen mit Geschlechterrollen. Aber man muss ja auch bei der Popmusik muss man ja auch immer sehen, was ist echt, also was kommt von dieser Person? Oder also Miley Cyrus ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ja. Und was ist einfach von der Industrie aufgesetzt? Okay. Das ist ja zum Beispiel das, was ich nicht mache. Also ich habe ziehst dich nicht gleich aus, wenn nein, sagt, also es geht wirklich darum, dann verkauf diese, die CD dieses Management, genau, nicht nur ausziehen, sondern das Ganze in den Mund gelegt bekommen, das ganze Outfit-Konzept. Macht sie aber einfach, auch nicht, oder? Weiß ich nicht. Soll nicht so sein. Weg. Sie war ja auf einer... Lenke Steiner. Entschuldigung, kenne ich nicht. Ich finde, reicht eigentlich schon als Antwort. Wieso? Von wo ist sie? FDP-Chefin in Bremen und eigentlich Trash-TV-Kollegin von dir in der Höhle des Löwen, so wie du auch zu YouTube und so weiter und so fort gehst, Politik und Trash-TV treffen. Ich war als Therapeutin da. Kennen wir nicht, okay. Reyhan Shahin. Reyhan Shahin, sagst Komische du lustigerweise. Frau. Warum sagst du nicht Lady Bitch Ray? Ja, weil da ist sie, Reyhan Shahin, eindeutig. Sieht aus wie ein bisschen sehr nettes Passfoto von dir, oder? Ja, da hatte ich gerade meine... Diss abgegeben. Ich habe meine Haare so schön zur Seite gekämmt. Süß, ne? Sehr süß. Nett. Komm noch einmal her, wir fragen noch einmal nach einer... unsere Mikros in die Runde. Nach einer... Kannst mal... Aber natürlich, jederzeit gern. Und wenn Sie einfach mal einmal zu mir kommen können, um einmal so ein Schlussstatement dessen zu machen. Wir haben so viele Themen besprochen, aber jetzt wollen wir noch einmal hören... Mein Text, ach der Text, den machen wir irgendwann anders nochmal. Sagen Sie doch mal, haben wir viel geredet und sind wieder nicht schlauer geworden? Ich glaube, wir haben ganz viele Themen. Wenn Sie sich einfach hier so ein bisschen so, dass die Kamera noch ein bisschen, wir gehen einfach alle ein bisschen näher. Darf ich? Ja, bitte. Ich glaube, dass wir ganz viele Themen, die man zu Rollenbildern, aber auch zu Frauenpolitik und zu Feminismus hätte ansprechen können, heute nicht angesprochen haben. Das finde ich schade. Also wenn ich mal
zwei, drei Punkte ganz kurz sagen darf, aber jetzt nur so stichwortartig, weil ich wahrscheinlich nicht so viel Zeit habe. Wir haben nicht über Lohnungleichheit gesprochen, wir haben nicht über ökonomische Abhängigkeiten gesprochen, wir haben nicht darüber gesprochen, wie Arbeitszeit zwischen Männern und Frauen verteilt ist. Wir haben nicht über Altersarmut gesprochen, nicht über Alleinerziehende und Armut. Und wir haben vielleicht auch zu wenig über sexualisierte Gewalt gesprochen, das wurde immerhin einmal angesprochen. Was ich aber gut fand, war, dass wir schon auch über weibliche Sexualität und ihre Tabuisierung gesprochen haben. Denn ich würde da Frau Dr. Schein auf jeden Fall recht geben, dass viele Frauen sich eben gar nicht mit ihrer eigenen Sexualität auseinandersetzen und eben nicht wissen, wie sie beispielsweise masturbieren. Das ist auch nicht das Thema, was ich als erstes in die Öffentlichkeit tragen würde. Ich würde eher die anderen Themen in den Vordergrund stellen. Aber es ist ein Thema, was vielleicht. Aber es ist ein Thema und da gibt es einen eklatanten Unterschied zwischen Männern oder Jungs, wo halt die Selbstbefriedigung, seitdem die irgendwie 10 oder 11 Jahren sind, ein absolutes Thema ist und man sich einfach darüber austauscht. Und Mädchen und Frauen eher da so in das Abseits gedrängt werden. Und ja, darüber spricht man nicht und das macht man auch eigentlich nicht. Und genau, dieses Tabuthema, das bricht sie halt auf. Und ich glaube, da kann sie eine Vorbildfunktion haben. Und ich glaube, also wenn ich nochmal kurz interpretiere, dass Frau Dr. Schein ja auch versucht, in ihrer Rolle eine Selbstermächtigung von jungen Frauen voranzutreiben und ein Empowerment zu machen. Und das finde ich total gut und unterstützenswert. Und damit muss man natürlich auch vorangehen. Ja, es ist völlig klar, Emanzipation heißt die Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten, heißt Selbstbestimmung erhöhen und das gibt es auf ganz vielen Gebieten und jeder emanzipiert sich aus den Umständen, aus denen sie oder er kommen und von daher ist es richtig, dass all diese Themen wichtig sind und am Ende geht es darum, und da bin ich Frau Schein auch total dankbar, dass sie gesagt hat, es geht um gesellschaftliche Teilhabe. Das heißt, alle Frauen müssen die Möglichkeit bekommen, ihr Leben so zu leben, wie sie das wollen und das betrifft eben alle Bereiche und das hat natürlich auch was mit materiellen Ressourcen zu tun und mit der sozialen Frage und das hat sie thematisiert, das finde ich gut. Da kommen wir wieder zum Anfang, es sind eigentlich immer die gleichen Themen, die Frage ist nur, wie drückt man sie aus und welche Form des Transports findet man, oder? Ja, sicherlich. Und was mir aber auch ganz wichtig ist, also die Gesellschaft besteht ja nun nicht nur aus Frauen. Sie besteht aus Männern. Ja, danke. Und Thema für mich ganz wichtig, wie nähern wir uns an? Weil wir sind alle zusammen auf dieser Welt und wir müssen hier das Beste draus machen. Also Emanzipation ohne Männer geht auch nicht, ne? Wovon? Ja, Emanzipation ohne Männer geht nicht, Frauen kommt sie auch nicht voran. Nee, das stimmt, aber die Männer müssen mal Machtteilhabe vielleicht auch diskutieren unter sich und auch die Frage von Macht ist ja eine, die Frage von Gerechtigkeit und Menschenwürde anrührt. Und wir haben nun mal auf dieser Welt eine Machtfülle eher bei Männern und mir wäre es sehr, sehr recht, wir könnten darüber in einen solchen Diskurs kommen, dass wir da ein bisschen mehr teilen. Lad doch mal Bushido ein, dann könnt ihr über die Männer sprechen. Euch zusammen, ja. Aber dann müssen wir uns auch wieder emanzipieren, aber das ist auch schon wieder gestern, bitte. Es wurde ja schon ganz viel angesprochen hier. Ich finde es schade, dass es nicht so sehr in die Tiefe ging heute, dass vieles angeschnitten wurde, aber wir gar nicht richtig darüber in der Tiefe diskutieren konnten. Vor allem, weil wir hier in dieser Runde ja wirklich auch einen Erfahrungsschatz haben, uns als Frauen. Und da wäre wirklich viel, viel zu diskutieren zu gewesen. Ne? Gerade du hast bestimmt die Erfahrung gemacht und viele von uns, die diskriminiert wurden, nur aufgrund dessen, dass sie irgendwie in der Öffentlichkeit stehen. Wir müssen ja noch nicht mal irgendwas sagen. Alleine, dass wir hier stehen, werden wir schon beurteilt daran, wie wir aussehen. Mhm. So, ne? Und das ist schon was, worüber man auf jeden Fall in der Tiefe diskutieren könnte und müsste, finde ich. Es ist auch noch nicht aller Tage Abend. Ja? Genau, das ist eine gute Überleitung. Also hier stehen irgendwie 7 Frauen, die, glaube ich, echt was zu erzählen haben und die gestandene Persönlichkeiten sind und die auf ganz eigenem Weg sozusagen ihre Emanzipation und ihren Weg irgendwie ausleben. Und wir haben gerade an dem Tisch verabredet, dass wir uns noch mal treffen und uns mal unterhalten und mal einen Raum haben sozusagen. Mit mir? Auch gerne. Oder bin ich der Baum? Ja, gerne. Du bist der Baum. Wir konnten dich nicht fragen, du saßt da vorne. Ja? Aber dass wir mal ins Gespräch kommen, weil wir sehr unterschiedlich sind und glaube ich trotzdem sehr viele Sachen auch miteinander haben. Ich glaube auch, dass diese Runde innerhalb des Weserkuriers mit Sicherheit noch mal ein breiteres und tieferes Gespräch finden wird. Das ist ein bisschen Show, deshalb haben wir auch dich eingeladen. Wir bleiben hier auch ein bisschen Show. Wir haben nicht also nur für mich das Thema war ja nicht allein Emanzipation. Wir haben ja über viele Themen gesprochen. Und das Schöne an diesem Abend ist, wir bleiben ja noch alle hier.
es gibt noch was zu trinken. Wir können untereinander, miteinander noch alle ins Gespräch kommen. Und wenn ich dich noch einmal bitten darf, mit mir hier rüber zur Tafel kommen, wir kommen gleich noch mal zu Ihnen, ja? Reyhan, wir haben so viel gesprochen und nichts beredet, wie ich jetzt gehört habe. Dein Fazit dieses Abends? Sag was Nettes. Was ich gelernt habe, ist, was das bedeutet, aber das können Sie auch nachschauen, wenn Sie über die neuen Alben und die neuen Projekte von Reyhan Şahin was lesen. Ich sage dir, gar nicht mehr, vielen herzlichen Dank. Am 2.9. haben wir Jürgen Trittin zu Gast im Weserstrand. Bis dahin überlegen wir uns neue Fragen, tiefe Diskussionen. Wir danken Ihnen, dass Sie dabei waren, Ihnen allen. Reyhan Şahin, vielen herzlichen Dank. Vielen Dankeschön. Dank. Dankeschön. Thank you.